Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen das heute ein bisschen anders, und zwar habe ich heute die Möglichkeit, direkt im Spiel aufzunehmen, während ich kommentiere. Das ist ja normalerweise nicht der Fall bei mir, da ich keine Capture Card besitze. Ich habe heute auch ein anderes Mikrofon, also falls sich der Ton ein bisschen schräg anhört, hoffe ich mal, dass ihr mir vielleicht verzeihen könnt. So, worum geht's heute? Heute geht's um den Champion, den ihr jetzt hier sehen könnt, und zwar um Iron Man Infinity War. Ich habe den im Filmkristall als 4-Sterne-Version bekommen. Ich werde den jetzt aufwerten, da das Level-Up-Event noch läuft und wir jetzt wieder Kriege starten. Das heißt, mein Iron Man wird dann in der Verteidigung im Krieg aktiv sein. Wir werten den jetzt ganz kurz auf. Wie gesagt, momentan läuft das Level-Up-Event. Ich habe jetzt gewartet bis zum Ende vom Level-Up-Event, einfach weil ich dachte, dass vielleicht noch ein Technologiefortschritt-Event kommt. Ist aber nicht der Fall. Momentan läuft, ich habe absolut keine Ahnung, was momentan läuft. Auf jeden Fall läuft es gleichzeitig mit dem Level-Up aus. Von dem her. Ich würde euch empfehlen, immer mit dem Aufwerten zu warten, bis tatsächlich die Level-Up-Events sind. Einfach weil ihr dadurch nicht nur, ihr spart damit halt einfach ein bisschen Gold und ihr bekommt zusätzliche Belohnungen und so Zeug. Also es ist definitiv wert, da ein bisschen zu warten. Gut, das Smart Select ist der absolute Hammer. Das ist ein bisschen komisch. Wie ihr sehen könnt, ist Iron Man nicht dupliziert. Das ist für mich jetzt momentan aber nicht weiter schlimm, weil Iron Man Infinity War auch nicht dupliziert auf bestimmten Knoten relativ gut sein kann. Wir haben das im letzten Krieg oder in den letzten Kriegen schon ausprobiert und viele Leute haben halt immer noch Probleme, gegen ihn zu kämpfen, und deswegen ist auch ein unduplizierter Iron Man eine gute Wahl. Ich bringe ihn auf Rang 5, einfach weil ich der Meinung bin, dass ich ein paar bessere Verteidiger brauche, und solange es noch die Möglichkeit gibt, mit so einem Champion, mit einem unduplizierten Rang 4 Champion Probleme in der Verteidigung zu schaffen oder Probleme für die Angreifer zu schaffen, dann muss ich die Möglichkeit nutzen. Und ja, ich werde den vermutlich nicht viel im Angriff verwenden. Ich werde jetzt, wenn wir hier fertig sind mit dem Aufwerten, was jetzt irgendwie länger dauert, als ich dachte, weil ich keinen Tech also mehr habe. Wenn ich hier fertig bin, dann werde ich auf jeden Fall ein paar Kämpfe mit ihm machen, einfach um die Fähigkeiten ein bisschen anzuschauen, schauen, was es so kann. Aber seine Qualitäten liegen halt eher im defensiven Bereich. Daher denke ich mal, dass er nicht viel machen wird, außer in der Verteidigung zu stehen. Wir schauen uns kurz die Fähigkeiten an. Er hat einen Angriff von 1165, 14.000 Leben. Ja, ich denke, die 14.000 Leben sind ganz okay. Die 1165, schauen wir mal. Okay, jetzt hat es das natürlich noch nicht aktualisiert. Wir schauen jetzt mal kurz im Vergleich zu anderen Champions, was die so bieten, falls das Spiel laden möchte. Wir wollen natürlich die 5-Sterne-Champions anschauen. Nehmen wir mal Mephisto. Mephisto hat nämlich einen relativ niedrigen Angriff, 1255. Ja, es ist also nicht so der Burner. Wie ich aber schon erwähnt habe, Iron Man ist nicht dafür bekannt, dass er ein guter Angreifer ist, sondern es geht ja eher darum, dass er ein guter Verteidiger ist. Seine Signaturfähigkeit ist, dass er, wenn er unter 15% ist, zusätzliche, also dass er dann immer abwehrt. Er bekommt Rüstung, Kraftzufuhr, automatische Abwehr. Das ist jetzt bei mir eben nicht der Fall. Das kann man aber auch umgehen, indem man ihn auf den Knoten mit dem Optimist und Pessimist Zeug stellt. Bei seinen Fähigkeiten, hier haben wir natürlich die 24%ige Chance, eine passive Rüstung zu aktivieren, wenn man angreift oder angegriffen wird. Das ist ganz cool, weil man so auch die Rüstung generieren kann, wenn man ihn im Angriff spielt. Er startet mit einem Stapel, die kritische Resistenz erhöht sich, verringert die Wirksamkeit von Schwächeanfall, Kraftdruck und Entkräftungseffekten. Ja, und dann haben wir eben nach dem Erreichen von 4 Stapeln eines beliebigen Rüstungseffekts hat Iron Man eine Chance von 100%, den nächsten Angriff automatisch abzuwehren, dann einen Rüstungseffekt zu verbrauchen, die automatische Abwehr löst parieren. Also das ist im Prinzip genau das gleiche, das wir mit Medusa und ihren Wutbuffs haben, nur hier eben mit Rüstung.
Molekularrisching bietet volle Immunität gegen Blutrausch und Kälteeinbruch-Effekte, solange sie aktiv ist. Und da er mit einem Stapel startet, ist Iron Man zum Beispiel ein sehr guter Counter für Iceman oder für Morningstar. Genau, Morningstar macht nämlich die Blutung beim Angriff. Ja, dann haben wir die Repulsor-Angriffe. Was sind da interessante Sachen? Ja, hier die ist das unterste, die Repulseschläge, die einen Gegner treffen, der an dem Schock- oder Plasma-Effekt leidet, erzeugen beim Gegner 0 Kraft und entziehen bis zu 2,5% seiner aktuell gespeicherten Kraft. Wenn man das ein bisschen kombiniert und dann vorsichtig spielt, kann man also verhindern, dass der Gegner überhaupt Kraft bekommt. Der schwere Angriff erhöht die Angriffswertung, 100% Rüstungsbruch. Und interessant ist natürlich die Heilblockade für 16 Sekunden. Die 16 Sekunden sind sehr, sehr lang. Dann haben wir beim ersten Angriff Superkraft 1 haben wir auch die Heilblockade. Wichtig bei der Heilblockade hier ist, der Gegner muss regenerieren. Das heißt, wenn ihr sowas im Vorfeld für zum Beispiel einen anderen Iron Man, also den normalen Iron Man machen wollt, oder für Deadpool, das funktioniert nicht, sondern ihr könnt die Heilblockade erst drauf machen, wenn der Gegner tatsächlich regeneriert. Für Gegner wie den Wolverine in der Arena der Legenden ist das aber natürlich optimal, weil der eh fast durchgehend regeneriert. Er verursacht einen Schock, 12 Sekunden, 1165 Energieschaden. Schockdauer erhöht sich bis zu 50% basierend auf der aktuellen Kraft. Dann haben wir bei der Superkraft 2 einen Rüstungsbruch. Wir haben eine Chance, das Ziel zu entzünden. Wenn das nicht passiert, dann haben wir nochmal einen Rüstungsbruch und eine Lähmung. Und auf der Superkraft 3 einen Rüstungsbruch, eine Entzündung, ein passives Plasma. Okay. Und die Chance mit Plasmazuschlag verringert sich um 20% für jeden Plasma-Effekt, der bereits beim Ziel aktiv ist. Im Allgemeinen bedeutet das einfach, dass Iron Man ein relativ komplexer Charakter ist. Für längere Kämpfe ist er relativ gut geeignet, weil, jetzt muss ich doch nochmal kurz auf die Fähigkeiten gehen, weil wir bei der dritten Superkraft die 100%ige Chance haben, das 6-Sekunden-Plasma zu erzeugen. Und das 6-Sekunden-Plasma wird zurückgesetzt, wenn man ihn angreift, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja, ansonsten habe ich jetzt vorher vergessen, noch weiter auf die Fähigkeiten einzugehen. Wir haben eine kritische Wertung von 31%, das ist relativ niedrig. Wir haben kritische Schadenwertung von 185%, das ist auch relativ niedrig. Eine Abwehreffizienz von 72%, das ist relativ hoch, das kann sich sehen lassen. Haben wir verrückte Kollektivboni, wir haben mit Vision zusammen. Okay, für Wissen, die Entkräftigung verursacht 20% mehr Schaden. Das ist vielleicht interessant. 20% ist eine ganze Menge. Wie ihr sehen könnt, habe ich aber nicht wirklich einen Vision. Molekale 5, da haben wir Captain America. Abwehren reduziert 10% mehr Schaden. Das ist nicht interessant. Die Debuffs halten länger an. Das ist eigentlich auch nicht wirklich interessant. Das ist auch nicht interessant. Das ist auch nicht interessant. Okay, er hat keine wirklich coolen Synergien. So, jetzt probieren wir den Kerl mal im Kampf aus. Wir gehen dazu in Kapitel 3. Das müsste die Technologiemission sein, wo die Tech Champions stärker sind. Ich werde jetzt nicht mit einem X-Men-Team spielen. Sondern ich werde jetzt mit einem ganz normalen Tech-Team spielen, einfach weil ich vielleicht dann einfach weitermache und die Mission tatsächlich fertig mache. Ich werde jetzt die Mission nicht komplett spielen hier, das würde zu lang dauern. Es geht nur darum, dass ich euch zeige, was der Champion kann. Dann nehme ich hier noch. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier Spider-Man, der darauf wartet, dass aufgewertet wird, aber ich habe mich dafür entschieden, erst mein Iron Man aufzuwerten für die Verteidigung. Okay, jetzt kann ich Hyperion nicht mitnehmen, weil der in der Allianzmission steckt. Ah, dann nehmen wir doch einfach Hawkeye mit. So. Wir probieren das jetzt mal mit dem Team. Wir machen da jetzt ein, zwei Kämpfe, das wird jetzt nichts Spannendes, nur um euch zu zeigen, wie der Charakter aussieht, wenn man mit ihm kämpft, ein bisschen meine Einschätzung dazu zu geben.
und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Insgesamt finde ich Iron Man Infinity War ziemlich cool von den Animationen her. Ich denke, er ist ein relativ cooler Charakter, hat die Möglichkeit. Ja, es ist ein bisschen schade, ich rede gerade ein bisschen wirr, ich weiß. Es ist ein bisschen schade bei dem Champion, dass er im Angriff halt nicht so wirklich gut ist, sondern dass er hauptsächlich in der Verteidigung eingesetzt wird. Ich finde sowas immer blöd. Wenn ich einen Champion aufwerte, dann möchte ich auch mit dem spielen und möchte ihn nicht nur in meinem Verteidigungsteam haben und dann wird der alle 2 Tage irgendwo reingesetzt und gut ist und den Rest ignoriere ich dann komplett. Wir haben hier keine spannenden Sachen. Ja, dann schauen wir mal. Wir haben natürlich den Klassennachteil, das ist jetzt nicht unbedingt optimal. Wie gesagt, wir probieren das jetzt aus. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt direkt hart ins Gesicht von Thor. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, wie ihr sehen könnt, das sind die tollen Android-Ladezeiten, die wir hier haben. Das ist eine absolute Katastrophe, vor allem wenn man mit einem älteren Gerät spielt. Aber so ist das Leben einfach. Wir haben den Kraftentzug, was ein bisschen ein Nachteil ist, weil ich eigentlich mit einer dritten Superkraft anfangen wollte. Ich weiß aber nicht, ob ich zur dritten Superkraft komme, vor allem wenn Thor sich weiterhin so anstellt. Ich werde definitiv nicht zur dritten Superkraft kommen. Na komm. Das heißt, wir benutzen mal ein zweites Special, da haben wir einen Rüstungsbruch drauf und das Einäschern. Jetzt verlieren wir einmal unsere Kraft. Also wie ihr sehen könnt, der Schaden ist jetzt nicht wirklich der Burner. Interessant ist, auf dem Weg ist eine Angela mit verbesserter Regeneration. Da bin ich gespannt, wie der Kampf laufen wird, weil wir die Regeneration ja komplett unterbinden können mit unserem Iron Man. Jetzt schauen wir, was die erste Superkraft macht. Wir haben Schock drauf. Jetzt haben wir das Plasma drauf. Wie ihr sehen könnt, das Plasma wird erneuert, wenn wir den Gegner angreifen. Also es ist tatsächlich so, dass er... Oh Gott, jetzt wollte ich parieren. Es ist tatsächlich so, dass ihr mit über Zeit relativ viel Schaden machen könnt, wenn man mehr Debuffs auf den Gegner bekommt. Allerdings funktioniert das halt hauptsächlich, wenn man seine dritte Superkraft einsetzen kann, was jetzt bei uns hier überhaupt nicht der Fall ist, wegen dem Kraftentzug, den wir hier regelmäßig haben. Ansonsten macht es sehr viel Spaß zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Animationen sind super cool. Seine Specials sehen cool aus. Und man muss allerdings sehr aggressiv spielen. Ja, jetzt habe ich mein Plasma verloren. Das ist ein bisschen Nachteil an ihm, weil 6 Sekunden ist nicht lang. Es funktioniert aber, also ich hätte auch einfach ein bisschen aggressiver spielen können. So, jetzt schauen wir mal. Das hat natürlich nicht funktioniert. Dann. Ja, der Schock macht jetzt auch nicht wirklich viel Schaden. Ich denke, bei dem Schock geht es auch eher darum, dass man ihn mit dem Einäschen kombiniert und so das Plasma erzeugen kann, weil das eine... Und das Plasma kann man ja dann stapeln, wenn man mehrere dritte Superkräfte einsetzt. Von dem her besteht da schon die Möglichkeit, relativ viel Schaden in einem längeren Kampf zu machen. Allerdings ist es eben auch der Fall, wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Star-Lord dabei, ein Star-Lord macht in einem längeren Kampf einfach deutlich mehr Schaden. Natürlich macht mein Dr. Octopus mehr Schaden, das ist ein 5-Sterne-Rang 4 Champion. Das ist ja gar keine Frage. Aber ja, hier haben wir auch wieder Seelenqual drauf. Ja, wir kämpfen trotzdem nochmal mit Iron Man. Wie ihr sehen könnt, ich nehme relativ viel Blockschaden. Und das, obwohl die Abwehreffizienz so hoch ist, das liegt einfach daran, weil die Gegner in der Story-Mission eben 5-Sterne Champions sind. Und mit dem doofen Challenger-Rating geht's halt nicht anders. Ja, wir werden das jetzt hier genauso spielen wie vorher. Bei Drax haben wir den Vorteil, dass beide Superkräfte super einfach auszuweichen sind. Das heißt, ich muss es nicht machen wie bei Thor. Bei Thor bevorzuge ich es definitiv, wenn ich die erste Superkraft ausweichen kann. Weil es halt einfach extrem easy ist. Und bei Drax sind beide extrem einfach. Also irgendwie ist mein Parry-Timing heute nicht so wirklich der Burner. Wie ihr sehen könnt, das klappt überhaupt nicht momentan. Ich weiß auch nicht, warum der erste Schlag da jetzt gerade ins Leere ging. Keine Ahnung.
So, jetzt benutzt bitte dein Special und los, komm. Ja, das war jetzt wieder. Ich glaube, das ist das Problem einfach nicht nur des Spieles, sondern tatsächlich auch mein Handy, weil es einfach eine ältere Version ist und deswegen manchmal die Sachen nicht wirklich reagieren. Natürlich benutzt er jetzt seine Superkraft, wenn meine Kraft gerade weg ist. Ups. Ja, ich denke, den Kampf werde ich vielleicht rausschneiden oder überspringen. Das wird sich dann zeigen. Ja, Drax ist nicht wirklich motiviert, irgendwelche Superkräfte einzusetzen, wie ihr sehen könnt. Okay, wenigstens habe ich mein erstes Special noch rausbekommen. Ich möchte eigentlich nur schnell, jetzt relativ zügig durch den Kampf durchkommen, dass ich eben die Angela angreifen kann. Um die Heilblockade euch zu zeigen. Aber der Drax macht es mir hier nicht unbedingt leicht. Ich werde den Timecode unten reintun, wo ich dann mein Fazit über den Champion gebe. Und dann müsst ihr euch nicht den kompletten Kampf hier anschauen, weil das Ganze hier zieht sich gerade übertrieben lang. Also komm, Kumpel, nutz halt irgendwas mal. Was natürlich super cool ist bei Iron Man, was man nicht vergessen darf, ist seine erste Superkraft ist unausweichbar. Das ist halt unblockbar, das ist halt relativ cool. Vor allem, wenn man eben gegen die KI spielt. Also wir spielen ja immer gegen die KI, aber ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Ach Gott. Also der Schaden ist eine absolute Katastrophe, wenn man das so spielt. Wie gesagt, ich würde gerne auf das zur dritten Superkraft kommen, was momentan aber leider nicht möglich ist. Wahrscheinlich wäre es möglich, wenn ich ein bisschen aggressiver spielen würde. Ja, der Schaden von der zweiten Superkraft kann sich sehen lassen. Hier hatten wir jetzt die Betäubung. Der Stun hält relativ lang, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Das ist verrückt, weil normalerweise halten solche Stunts immer nur recht kurz. Es ist natürlich sehr praktisch, vor allem wenn man den Kampf dann beenden möchte, kann man einfach kurz die zweite Superkraft einsetzen und der Gegner bleibt dann einfach schön in der Ecke stehen. Worauf ich übrigens gerade richtig stolz bin, was ihr oben sehen könnt, ich habe über 1 Million Gold, das passiert mir so gut wie nie. Aber ich habe alle meine Goldkristalle aufgemacht letzte Woche. Und habe relativ viel bekommen. So, hier haben wir die Erholung. Iron Man hat noch 5700 Leben. Ich denke mal, das wird dann auch der letzte Kampf sein, für den ich den einsetze in der Mission. Das dauert mir nämlich alles viel zu lang mit dem Champion, wenn ich denke, andere Champions wie Star-Lord oder mein Dr. Octopus hätten die Kämpfe halt deutlich schneller beendet. Aber das gehört eben auch dazu. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann haben wir die Heilblockade auf der ersten Superkraft und auf dem schweren Angriff. Oh Gott, jetzt würde ich. Das läuft ja gut hier. Okay, wir lassen die jetzt mal ein bisschen heilen. Benutz mal bitte dein. Okay, das war jetzt eher suboptimal. Gebe ich ganz offen zu. Wie sieht es jetzt aus mit der Heilung? Ich glaube, dass Iron Man einfach zu wenig Schaden macht. Okay, wir müssten. Ja, genau. Wir haben hier die Heilblockade direkt auf der ersten Fähigkeit, was natürlich auch eine Sache ist, die man im Hinterkopf behalten muss. Weil bei dem schweren Angriff, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir werden das gleich ausprobieren. Sofern ich den Gegner pariere. Ich bin unglaublich schlecht damit, mit einem. Ja, wir haben hier die Heilblockade auf dem letzten Schlag. Ich bin unglaublich schlecht darin, Gegner mit einem schweren Angriff zu countern. Das kann ich nicht wirklich und das ist mir alles immer ein bisschen zu riskant. Deswegen muss ich. Ich bin darauf angewiesen, dass ich parieren kann, um einen schweren Angriff einzusetzen. Deswegen ist für mich Hyperion auch keine Möglichkeit, das Labyrinth der Legenden zu machen. Obwohl ich die Möglichkeit hätte, ihn auf Rang 5 zu bringen. Was ich wirklich gern machen würde, aber ich muss da dann vielleicht doch an
ans Dark Spidey denken. So, hier haben wir die Halbblockade auf dem letzten Schlag. So, jetzt konnte ich das noch kurz zeigen. Wir kriegen den Kampf schon noch hin. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Lag. Dinge, die man natürlich unglaublich gern hat. Wir haben die Halbblockade immer noch aktiv. Das heißt, Angela kann von mir aus machen, was sie möchte. Jetzt habe ich noch 2% Leben. Jetzt wird es dann natürlich mit dem Parieren ein bisschen kritisch. Aber wir haben ja die angesprochene relativ hohe Block, die Abwehreffizienz, und deswegen verlieren wir nicht so viel. Sofern die gute Frau jetzt ihre erste Superkraft einsetzen möchte. Weiter geht die wilde Fahrt. Immer noch bei 1%. Wir werden das mit 1% heimschaukeln. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hätte natürlich jetzt meine erste Superkraft einsetzen können, nicht nur um die Halbblockade zu bekommen, sondern auch um den Schock wieder drauf zu bekommen. Allerdings hasse ich es, Angelas zweite Superkraft auszuweichen. Da ist es mir deutlich lieber, wenn ich ihre ersten Superkraft ausweichen kann. Vor allem, wenn ich nur noch 1% Leben habe. Dann bin ich da ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen. Na komm. Wie ihr sehen könnt, ist meine Taktik immer auf den Block des Gegners zu hauen, was mich beim Red Skull in der Event-Mission ein paar Mal meine Champions gekostet hat. Einfach weil ich da immer auf den Block drauf haue, und wenn man das einmal macht auf Uncollected, ist man tot. So, ich bin jetzt fertig mit dem Video. Ich werde jetzt hier aufhören, weil die Kämpfe dauern mir deutlich zu lang. Mein Fazit zu Iron Man: Er ist ein guter Verteidiger, er ist ein extrem nerviger Verteidiger. Ich hasse gegen ihn zu kämpfen. Ich hatte einen 5-Sterne Rang 5 Iron Man auf meinem Pfad vor kurzem. Das war eine ganz spaßige Aktion. Ich persönlich benutze Magic gegen ihn. Magic funktioniert erstaunlich gut, finde ich. Ansonsten, ich werde ihn definitiv nicht mehr im Angriff spielen. Das liegt aber eigentlich nur daran, dass er nicht, also dass er einfach zu wenig Schaden macht in meinen Augen. Da sehe ich nicht wirklich viel Potenzial für ihn. Das sind andere Champions deutlich besser. Abgesehen davon, es ist ein Champion, der sich lohnt aufzuwerten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Leute, die tatsächlich wissen, was sie mit dem Champion tun, viel Schaden verursachen können, vor allem in der Story, wenn man die Möglichkeit hat, lange Kämpfe zu spielen. Ich denke, er wird kein übermäßig guter Angreifer. Er ist ein guter Verteidiger, seine Animationen sind schön, seine Stats sind brauchbar, es lohnt sich, ihn aufzuwerten. Ja, er wird nicht mein Favorit, aber ich bereue es nicht, dass ich ihn jetzt aufgewertet habe. Ich werde den jetzt, wenn ich die Mission hier fertig habe, direkt in die Verteidigung stecken. Da würde er sich dann vermutlich für immer wohlfühlen. Und dann kann ich euch vielleicht irgendwann mal, wenn ich dann ein Kriegsvideo mache, zeigen, ob er tatsächlich irgendwelche Kills holt. So, jetzt haben wir dann natürlich eine Line-Nachricht, das sollte nicht so sein. Das ist halt mein professionelles Setup hier. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, es ist ein ultra langes Video. Ich hoffe, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mitgenommen habt, oder vielleicht ist es auch einfach nur totaler Schwachsinn, was ich mache. Ja, lasst mich wissen, ob sowas überhaupt einen Talk hat, oder ob ihr einfach sagt, dass ich das bitte nie wieder machen soll, weil niemand 25 Minuten mir beim Wirr vor mich hinreden zuhören möchte, während ich einen Champion mehr schlecht als recht spiele. Ja, ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, das hoffentlich dann bald kommt. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen Urlaub, das heißt, ich kann mich ein bisschen mehr auf den YouTube-Kanal konzentrieren. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute.